Hallo zusammen, Simon wieder da mit einem weiteren Synthesizer, den ich euch vorstelle, mit dem ich auch nicht lange, aber so circa 1,5 Jahre arbeite. Es könnten zwei sogar sein. Spire Reveal Sound. Lange Rede, kurzer Sinn. Top-Gerät, Top-Sounds, very easy to use, zu programmieren. Kostet 190 Euro. Updates gibt es alle 6 Monate oder vielleicht alle 12 Monate. Das letzte Update ist das 1.5.1. Und zu diesem Synthesizer kann man nur sagen, er ist sehr beliebt. Er kommt sehr oft vor bei Dance-Produktion, unter anderem die ganze Armada-Leute, ja, von Buren bis Nils Orjen, wie die heißen, setzen das Gerät sehr oft ein. Gut, ich setze es auch ein, nicht so oft jetzt wie Nexus, aber ich werde heute zwei Sachen demonstrieren. Einmal, wie einfach es ist, Sound zu programmieren mit dem Teil. Und auf der anderen Seite, wie gut die Presets sind. Ja. Das neue Update macht einiges einfacher, speziell bezüglich hier die Sounds, die Soundbänke. Also, paar Bässe, um reinzuhören. Sehr fetter Sound. Dynamisch und du hast noch die Möglichkeit hier von Mono auf Poly rüber zu springen. Dann spielt er ein paar Akkorde. Sehr, sehr geile Sounds für Deep House. Weiter geht's. Also ihr hört, wie druckvoll das Ganze ist. Ja, also das schafft nicht jeder. Synth. Ein Sound, vollster Bassbereich. Da brauche ich keinen Sound mehr. Ja. So. Das kann vom normalen, softigen Sound bis hin zu richtig krank editiert werden. Wir gehen kurz in die Sektion Oszillatoren. Das Ganze ist so aufgebaut, du hast vier Oszillatoren, die kannst du hier anklicken. Also ich mache das jetzt ganz schnell, jetzt keine vertiefte Tutorials, da bin ich viel zu schlecht dafür. Es gibt andere, die das besser machen. Meine Spezialität sind einfach die Sounds, gute Songs zu machen und euch zu zeigen, welche Tools ihr einsetzen könnt. Grob erzählt, vier Oszillatoren und den kannst du ausschalten, indem du hier draufklickst, dann steht auch ein Off. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie schnell ich einen Sound kreieren kann. Ich habe jetzt hier diesen Bass-Sound. So, und du kannst durch verschiedene Editierungen den Sound sehr leicht verändern und dadurch erzeugst du neue Sachen. So, das ist so eine Wellenform, da hast du ja jetzt mehrere. Du kannst zum Beispiel jetzt auch Noise nehmen. Ja, Moment, das höre ich nichts. Oszillator 1, 1, da ist es. Da kannst du die Transponierung vornehmen. Das ist dein Noise. Und hier mischst du jetzt dem Noise-Sound einfach den Sinuston. Ich habe aber außer dem Sinuston noch weitere, ja, Wellenformen sozusagen, die ich da reinmischen kann. So, ich nehme jetzt statt Noise, nehme ich einen FM-Sound oder FM-Wellenform und mische die dann mit dem Parameter und verändere jetzt ein bisschen die Parameter. So, das kannst du alles editieren, das kannst du auch automatisch modulieren, somit hast du ultra krasse Effekte für Elektrosound. Ja? So, weiter. Nehmen wir an, der Sound ist okay. Ich möchte den fetter machen, da tue ich mehr Stimmen rein. Der sogenannte Unison-Mode.
kann ich noch mehr Oszillatoren rein. Dann gehe ich in den Oszillator rein, in den zweiten, und dann sage ich, okay, ich möchte jetzt hier sowas kombinieren. Sinuston mit dem hier. So, der ist natürlich ein bisschen zu heftig. So, den zweiten haben wir schon. Tun wir noch den dritten rein. Dritten Oszillator, dann nehmen wir vielleicht sowas hier. Also, da könnt ihr alles Mögliche damit machen. Für mich wichtig, das klingt einfach sehr sauber, ist einfach handzuhaben und der hat eine sehr gute Effektabteilung. So, aber ich möchte noch mehr Sounds euch vorstellen. Ihr müsst jetzt großartig nicht selber viel editieren. Das ist 1A an Sounds, also sehr, sehr druckvoll, sehr sauber. Und ich spreche von den Factory Sounds, keine Soundbänke, die ihr extra jetzt kaufen musst. Keys. Voll der falsche Sound, jetzt hier, den brauche ich nicht. Ja, der bestimmt nicht. Also was wir brauchen, vielleicht mal so ein E-Piano. Für E-Piano ist das Teil jetzt nicht gedacht. Das ist sowas für Dance, ne? Das ist ein reiner Dance-Synthesizer. Voll auf die Fresse halt. Voll die Trance-Maschine, House-Maschine, alles was mit... Für Hip-Hop, da kenne ich mich nicht aus. Ich vermute mal, ist auch geeignet, aber jetzt so für Klassik und für normale Sounds ist es nicht gedacht. Ihr hört schon die Qualität. Top Sachen, sehr gute Sequenzen auch. Ja, top. Ihr seht schon, mit ein paar Stimmen mehr, Filterverläufe, Hammer. Ja? Das ist ein Synth, der lohnt sich. Lohnt sich alle Male. Ist nicht billig, ich weiß. Die Frage von euch, gibt es denn gecrackt? Ja, also, da muss ich schon lachen. Ich weiß es nicht. Ja, bitte googeln. Ja, das Teil gibt es auch gecrackt. Ich rate euch aber, kauft das Teil. Die Leute machen super, super gute Arbeit. Ja, und was ich immer wieder predige, wenn ihr die Sachen gecrackt einsetzt, dann habt ihr ein instabiles System nachher. Viren und Trojaner und so weiter. Was jetzt? Spire oder Rapid? Ich würde in erster Linie sagen Spire, weil... Spire hat mehr Factory Sounds. Ja. Es ist einfacher zu bedienen bezüglich Programmierung. Klingt genauso gut. Wobei Rapid gefällt mir mehr von den klassischen Sounds, so Piano Sounds, Plug Sounds. Ja. Und der ist vielfältiger. Wobei, das sind so minimale Differenzen. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich als Simon Le Grec für meine Produktion setze den gerne ein, den Spire, weil ich finde sehr schnell Sounds. Ja? Und da muss ich jetzt nicht unbedingt lange suchen. Ich habe auch viele Soundbänke gekauft, weil die nicht teuer sind. Verglichen mit Nexus für 65 Euro, kaufst du hier supergeile Sounds für 20 Euro.
ist eine tolle Sache, deshalb auch der Erfolg von Spire, weil eben die zusätzlichen Sounds, die Produkte, die danach kommen, die sind preiswert. So, also mega. Ja, versuch mal so einen Sound zu programmieren. Ja, also wenn du das schaffst, top. Ich schaff's nicht. Ein Sound, ein Track, mega. So, nächster. Mega voller Sound, also sehr sauber. Gut, Leute, ganz einfaches Teil. Super Modulation. Also, es gibt auch viele Tubes, die könnt ihr auf YouTube sehen, wie man mit dem Teil noch detaillierter arbeiten kann. Ich benutze es einfach, nehme ein paar Presets, mache die noch ein bisschen voller mit Unison hier, mit der Filtermischung, also beide Filter kombinieren. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, noch mehr Oszillatoren ins Spiel reinzubringen und eine super geile Geschichte, dieses Screening der, also Durchsuchen der Wellenformen. Dadurch schafft ihr auch neue Sounds. Einfaches Tool, klingt super sauber. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt auch eine Demo-Mode. Also ihr habt die Möglichkeit, so ein Demo-Teil runterzuladen und auszuprobieren. In meinen Songs hört ihr, wie ich oft erzählt habe, Nexus, Rapid, Spire, ein bisschen Roland auch, aber hauptsächlich Nexus. Gut, das heißt aber lange nicht, dass diese Synthesizer nicht gut sind, nur weil ich jetzt Nexus benutze. Ja? Und ich kann euch eins sagen, die Nexus Expansions und die ganzen Sounds, die basieren auf zum Teil diesen Sounds. Weil die Jungs nehmen von da Sounds, kombinieren die zusammen und schaffen quasi so ein vorgefertigtes Produkt, was wir dann kaufen oder auch nicht. Im Endeffekt, dieser Synthesizer hat sich etabliert. Wie gesagt, in allen Dance-Tracks kriegst du den zu hören, der ist da drin. Ne? Ja. Und ich kenne persönlich Leute, die auch für Dance-Musik den nur einsetzen, ja? Weil er einfach so gut klingt. Okay, das war's von mir, eine kurze Vorstellung von Spire. Gut, dann vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Weiter geht's dann mit noch ein paar Synthesizer, die ich hier auf Lager habe, die ich ab und zu mal einsetze. Und ganz grob eine klare Vorstellung wieder. Also ins Detail gehe ich nicht, weil ich selber die nicht programmieren kann. Wie gesagt, ich habe nicht die Zeit dafür. Viel wichtiger sind die Tracks, dass man gute Tracks macht. Ich danke euch. Bis bald. Ciao.